Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Kurzgeschichte Nummer 1: Yoga im Wald. Anna und Lisa, zwei gute Freundinnen, hatten in den letzten Wochen viel Stress in ihrem Leben. Sie hatten viel um die Ohren und fühlten sich oft müde und gestresst. Eines Tages beschlossen sie, dass es an der Zeit war, etwas dagegen zu unternehmen. Lisa, ich habe gehört, dass Yoga eine großartige Möglichkeit ist, Stress abzubauen und sich zu entspannen. Was hältst du davon, wenn wir gemeinsam Yoga machen? Das klingt fantastisch, Anna. Ich habe schon viel Positives über Yoga gehört. Es wäre schön, sich etwas Zeit zum Ausruhen und Entspannen zu gönnen. Ja, genau. Wir können uns eine Auszeit nehmen und uns auf das Wohlbefinden konzentrieren. Außerdem können wir dabei die wunderschöne Natur genießen. Wie wäre es, wenn wir unser Yoga im Wald machen? Die frische Luft und das Panorama werden mit Sicherheit dazu beitragen, dass wir uns besser fühlen. Das ist eine großartige Idee, Anna. Ich freue mich schon darauf, den Wald zu erkunden und mit dir zusammen Yoga zu machen. Anna und Lisa machten sich auf den Weg in den nahegelegenen Wald. Sie suchten sich einen ruhigen Platz unter den Bäumen und begannen ihre Yoga-Übungen. Während sie ihre Posen einnahmen und tief ein- und ausatmeten, spürten sie, wie der Stress langsam von ihnen abfiel. Anna, ich fühle mich schon viel entspannter. Die Kombination von Yoga und Waldluft und dem wunderschönen Panorama hier ist einfach perfekt. Ja, das kann ich nur bestätigen. Es ist so wichtig, sich bewusst Zeit für sich selbst zu nehmen und auf den eigenen Körper zu hören. Mit Yoga können wir uns nicht nur körperlich, sondern auch geistig verbessern. Definitiv. Ich habe mir vorgenommen, ab sofort regelmäßig Yoga in meinen Alltag zu integrieren. Es ist ein guter Vorsatz, der mir hilft, meine Gesundheit zu verbessern. Das stimmt, Lisa. Wir können uns gegenseitig dabei unterstützen, unsere Ziele zu erreichen. Yoga wird uns helfen, uns gesünder und ausgeglichener zu fühlen. Die beiden Freundinnen genossen ihre Yoga-Einheit im Wald und nahmen sich vor, dies zu einer regelmäßigen Aktivität zu machen. Sie waren sich sicher, dass Yoga ihnen helfen würde, den Stress zu bewältigen, sich zu verbessern und mehr Gesundheit in ihr Leben zu bringen. Neue Vokabeln. Viel um die Ohren haben.
to be busy. Sich etwas gönnen. Treat yourself. Sich ausruhen. To relax. Sofort. Immediately. Der Wald. Forest. Die Luft. Air. Wunderschön. Beautiful. Gute Vorsätze. Good resolutions. Sich freuen auf. To look forward to. Verbessern. To improve. Gesund. Healthy. Na, wie hat dir die Kurzgeschichte gefallen? Hast du alles gut verstanden? Oder hattest du Schwierigkeiten beim Verstehen? Falls du Schwierigkeiten hattest, kein Problem. Schau einfach auf meiner Patreon-Seite. Dort findest du alle Transkripte zu allen Kurzgeschichten inklusive Vokabelliste und Fragen zum Text. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed this short story. If so, please give it a thumbs up. Don't forget to subscribe my channel and you will never miss future episodes. Also, feel free to check my Patreon page. There you can find all transcripts to all short stories. Also, they will include all vocabularies and questions that will help you to understand the text better. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!